Ich werde mich ja ganz schnell hier irgendwo hinstellen. Ich muss kurz gleich nach meinen Maronen gucken. Ich weiß nicht, ob die Bob die rausgeholt hat, die Altkuddel, die Saftpress. Guck mal, ich muss meine Maronensuppe. Ich stelle mich hier rein, mach so zu, damit nichts an mich drankommt. Ja, ja, okay. Gleich wieder da, gell? Jo, bis gleich. So, jetzt muss ich aber noch ganz schnell schauen, wo man... Ah, hier. Wooden Crafting Table. Was fehlt uns jetzt hier genau? 30 von 35 Planks. Aber Planken kann ich ja hier erstellen. Mach ich mal 3 Stück. Und jetzt bin ich in der Lage normalerweise. Hier, Craft. So. Dann werde ich das hier mal schön hier in die Mitte setzen. Bam. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Stein, Cobblestone, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier endlich mal eine Axt erstellen kann. Ich werde wahnsinnig hier, wenn man hier keine Axt hat. Dauert wirklich alles extrem lange hier abzubauen. So, was fehlt uns noch hier für die Stone Axt? Mehr Wooden Planks und mehr Cobblestone, okay. Und ich natürlich unterkühle gerade. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach mal ein Campfire hin. Zack. So, ich muss mich hier gerade aufwärmen, weil ich habe ja einfach mal ein Lagerfeuer hingemacht, damit wir uns hier unter dieser Dach, unter diesem Kuppelding hier ein bisschen wärmen können. Sehr gut, mein ist auch schon, mein Bildschirm ist fast ganz weiß. Schnell, schnell, schnell. Jetzt bloß den Stepper, wisch. So. Also mir fehlen noch 5 Kabel, um dass ich hier eine Steinaxt bauen kann. Die werde ich mal hier kurz wegholen. Ah, das ist echt geil hier. Alter, dauert das lang, das Aufheizen. Ich bin mal echt gespannt, wie es im Keller weitergeht, weil der Keller scheint ja wirklich monströs zu sein, also geiler Scheiß. Und es gibt ja wohl auch Dörfer und halt weitere Forschungseinrichtungen und so weiter, aber sowas Großes habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen. Ich habe ja schon in anderen Let's Plays mal ein bisschen so verfolgt, aber so ein fettes Ding habe ich jetzt echt das ist bei noch beim erlebt. Oder? Beim Krongi. Ja, teilweise und auch bei Tubinator LP, glaube ich, heißt der Kerl. Und ja. Ja. Und wie sieht's aus bei denen mit so großen Konstrukte da? Also selten, also wenig bis gar nicht, dass man sowas Fettes findet. Ist echt eine Seltenheit. Wir haben es direkt zu Anfang, Alter. Wir sind voll die Cheater. Fackeln mehr, keine Fackels. Ich habe noch Fackels, 5 Stück. Also auf jeden Fall die. Also so langsam könnt's. Ja, da können wir nämlich unten unterirdisch wieder einen Garten anlegen, wisch. Mhm. Ah, da ist wieder Fibre. Genau, das kann man auch immer gebrauchen. Wie baut man das am besten ab? Später mit der Axt dann wahrscheinlich, ne? Boah, gute Frage. Weil mit dem Ding dauert es wirklich ewig, ne? Das dauert. Genug Erde. Ich fang ja einfach auch mal an. Wir haben zwar geilen Scheiß gefunden, aber so lange keine Axt, das ist auch rekordverdächtig, glaube ich. Die axtlosen Idioten, Teil 2. Idiotischen Axtmörder, Teil 8. Gonna help, ja. Na, obwohl, ich glaube, wenn ich hilft das gar nichts. Oh, verschwindet das Zeug. Ja, nimm sammeln es mal lieber auf. Wir müssen noch eine Truhe machen, dass wir alles zusammenschmeißen können. Komm schon, komm schon. Wir haben ja Taschenlampen. Hier ist auch mal voll viel Koppel. Oh ja, und hier geht's wieder hoch. Oh, fuck, fuck, oh. Shit, vorhin sind keine Höhle reingefallen. Unangenehm. Ein bisschen Holz. Nurt irgendwas rum bei mir. Hm. Sieht auch schon echt fett aus. Hier ist Stein, genug. Weißt du, wie man dann später sein Raumschiff erweitern kann? Das weiß ich leider noch nicht. Müssen wir noch herausfinden. Also ich glaube, generell kannst du halt Sachen rein platzieren. Ist ein bisschen umbauen, vielleicht auch größer machen, wenn da einreißen, aber du brauchst halt, denke ich mal, schon, du kannst jetzt halt Dirt nehmen oder Stone. Brauchen wir schon halt entsprechende Materialien, wahrscheinlich Eisen und so Zeugs. Weil hier unten haben wir ja, ich habe ja jetzt ganz viel gepresstes oder gehärtetes Eisen schon dabei. Mhm. In dieser Station da unten. Als ich durchgebrochen bin, war da alles gelegen. Und ja, können sich die Zuschauer vielleicht noch sagen, Leute, wie das aussieht, was wir später mit dem Schiff machen können, weil das wäre schon geil, wenn man das irgendwie noch fett erweitern könnte. Auf jeden Fall, das wäre wirklich eine geile Sache, weil
Ich finde das eh geil, wenn, also ich hoffe wirklich, dass Starbound weiter, immer weiterentwickelt wird, immer Neuerungen reinkriegt, weil wenn irgendwann nur noch so kleine Änderungen kommen, zum Beispiel haben wir jetzt in Minecraft das 1.8 Update angeguckt, da sind wieder nur irgendwelche Bugfixes, weißt du, passiert groß nichts. Das finde ich schade, wenn man so ein, man verdient Geld mit dem Game und dann lässt man es so ein bisschen, jetzt nicht verkommen, ist vielleicht übertrieben, aber weiß ich nicht. Ich finde, man könnte ruhig ein bisschen noch mehr reinstecken, ein bisschen mehr Zeit, geilen Scheiß noch einbringen. Und ich finde es hier richtig geil mit diesem Raumschiff. Und ja, ich finde es auch richtig geil. Also ich hoffe auch, dass wir da immer schön weitermachen. Ich habe übrigens nochmal so einen Ritter gekillt hier gerade eben. Ist der im Keller oder was? Ja, ich bin unten im Keller, genau. Okay, 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 okay. So, dann machen wir jetzt mal eine Axt. Eine wunderschöne Axt. Hast du eine gemacht schon? Nein, wahrscheinlich fehlt mir wieder irgendwas. Bis zum Katzen. Oha. Stone Axe. Hier, das ist doch 100% eine Falle. Hier steht Do Not Enter. Überall. Danger, Danger. Da traue ich mich nicht rein. Überall ist Lava. Hey, ich habe von allem... Hey, Wooden Planks. Okay, dann mache ich jetzt noch schnell welche. Planken. Übrigens, irgendwo haben wir jetzt anscheinend einen fetten Schatz geholt. Ich habe jetzt 553 Pixels. Echt? Ja. Alter, okay. Ich habe 144. So. Okay. Das bedeutet, ich kann mir eine Axt erstellen. Stone Axe, dann machen wir uns... Das ist jetzt für Holz, ne? Was ich... Ne, Quatsch, das habe ich gemacht. Dann machen wir uns noch eine für Holz. Ich muss wieder ans Lagerfeuer. Oh, meiner unterkühlt. Okay, aber so langsam müsste es jetzt auch wieder hell werden. Mhm. Ganz, ganz langsam, aber sicher. Mach mal geschwind runter. Ist das Feuer immer noch da drin? Ah ja, da ist es. Boah, perfekt. Krass. Geht echt schnell mit der Unterkühlung. Ja, wahrscheinlich auch nachts. Oder beziehungsweise es ist ja ein Eisplanet. Wahrscheinlich geht es hier generell sehr schnell. Mhm. Und ja, also von meinetwegen kann man jetzt auch schon langsam buddeln gehen. Weil ich habe hier jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Was wir direkt auch noch ins Publikum fragen können. Und zwar, wie kann man denn Sachen wegschmeißen beziehungsweise tauschen? Wir konnten bis jetzt immer nur über die Kiste tauschen. Ah, warte mal, ich habe das vorhin gesehen. Ach, tatsächlich habe ich ja Saplings. Mein Gott, bin ich ein Trottel. Ja, die sehen nicht aus wie normale Saplings. Sehen voll merkwürdig aus. Warte mal. Was habe ich da vorhin gesehen? Irgendwie kann man schmeißen. Das Zeug. Hm. Ne, okay, die Frage. Ah, mit Q. Wenn du es in der Hand hast, mit Q. Thanks. Zack. Aber dann schmeißt man gleich den ganzen Stack. Bestimmt gibt es noch eine Möglichkeit, einzeln auch Sachen zu schmeißen. Naja, ich gehe mal davon in diese Höhle hinein. Mhm. Aber ich werde gerade angegriffen von diesem Pumuckl. Von diesem blauen Pumuckl, warte mal. Bam. Duh. Oh no. Oh, in der Luft angeballert. Wie es an, wie man anfängt zu furzen, wenn man dran schießt. Sollen wir da vorne? Ich habe da so eine nette Höhle gefunden. Da ziemlich weit links. Wann machen die uns überhaupt was? Die machen uns nichts. Oh, jetzt machen sie uns was. Möglicherweise lag es an mir. Wie es mich aber auch anguckt mit seinen schielenden Kotsemmelaugen. Komm mal. Da habe ich eine Höhle gesehen. Vielleicht können wir uns da durch die Höhle in die Base reinbuddeln, weißt du, seitlich. Und können dabei halt Mineralien noch abfarmen. Ach, die hier, ja. Wir müssen ja im Prinzip nur nach rechts laufen. Hast du noch Leuchtmittel? Weil wir haben die ganze Zeit keine Kohle gefunden. Ist zwar jetzt gut, wenn wir hier jetzt irgendwo in der Nähe schon direkt was finden. Hier die Höhle habe ich gemeint, guck mal. Na, ich war gerade eben kurz drin. Da war es dunkel. Ach so. Da habe ich keine Chance. Stimmt, du hast ja keine... Kann man hier vielleicht auch Holz irgendwie, Holzkohle, so wie in Minecraft? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Ah, obwohl, doch. Boah, ich war gerade. Alter, Vorsicht, hier sind irgendwelche Kackvögel, die mich anschießen. Ah, ich sehe da unten Kohle. Aua. Ah, sorry, das bringt jetzt kein Fleisch. Wo kommen wir da unten? Ist das Kohle? Hier ist Kohle. Ja. Eins Kohle. Nee, hier unten ist noch ein bisschen mehr. Hier also, unten. Ah, der Drackel. Ich hole mir eins Kohle hier oben. Coal, look at this. So much coal in there. It's so coaly here. Also, Erde sieht immer gleich aus. Ich habe kurz gedacht, dass sie vielleicht auf dem Eisplaneten
der Matsch oder beziehungsweise der Dreck einfach weiß aussieht. Schneematsch, aber Erde ist immer lila, egal auf was für ein Planeten man ist. Ich habe vorhin gedacht, dass Slush vielleicht hier auf dieser Welt die Erde ist. Aber nein. So, also ein Kohle-Ding habe ich mal. Ich gucke jetzt mal, dass ich da... Ich habe jetzt gleich 20. Dann da auch. Also es reicht für ein paar Fackeln. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. So, wo sind jetzt meine Fackels? Ah, zwei Stück habe ich. Wow. I've got two Fackels. Ach, mit einer Kohle kann man nur einen Fackel machen, oder was? Zwei. Oh, das ist aber ein bisschen wenig. Ich hätte jetzt mit vier. Ich hätte jetzt vier erwartet. Wie bei MC. Oder halt ein bisschen mehr. So, aber zwei ist schon hart, weil so oft findet man es jetzt auch wieder nicht. Das Zeug. Oh, ich habe schon wieder hier eine Ader gefunden. Okay, ich nehme es zurück. Ja, ich glaube, wenn man einmal eine Ader findet, dann ist schon ein bisschen was da. Ja. Man kann übrigens hier, können wir uns auch seitlich in die Höhle reinbuddeln. Wir müssen jetzt nicht in den Eingang laufen. Okay. Weil vielleicht finde ich hier noch ein bisschen was. Wir buddeln uns hier irgendwo hinein. Oh, Tiere. Oh, ich bekomme gerade einen Anruf. Okay, ich bin mal kurz AFK. Bis gleich. Bis gleich.